Uns jetzt zugeschaltet hier bei Welt ist Abraham Lehrer. Er ist der Vizepräsident des Zentralrates der Juden. Willkommen bei Welt, Herr Lehrer. Papst Benedikt wird ja unterschiedlich gesehen. Die einen, die sagen, er war ein verbindendes Glied zwischen den Religionen. Andere sehen in ihm den Verfechter der reinen Lehre. Was war er für Sie? Also wir haben zu Beginn sehr große Hoffnungen in Papst Benedikt gesetzt. Als er 2005 anlässlich seines Besuches des Weltkirchentages der Einladung der Kölner Synagogengemeinde gefolgt ist und einen Besuch in der Synagoge uns abgestattet hat. Ich habe selber damals die Ehre gehabt, ihn begrüßen zu dürfen und habe ihn als Pontifex Maximus, als größten Brückenbauer, wie er sich dann in der Vorbereitung auf dieses Treffen, auf diesen Besuch bezeichnet hat, wie er sich immer wieder danach bezeichnet hat, begrüßt. Und wir haben die Dinge, die er über oder zur jüdischen Gemeinschaft gesagt hat, mit großem Wohlwollen und großer Zufriedenheit vernommen. Wir waren auf der anderen Seite aber dann natürlich enttäuscht, als 2009 als Beispiel die Exkommunikation von Richard Williamson, dem Holocaustleugner, aufgehoben wurde und er wieder voll in den Kirchendienst übernommen wurde. Wir waren natürlich auch enttäuscht, als die Freitagsfürbitten wieder zugelassen wurden, dass die Juden, dass man für das Heil der Juden beten solle, dass sie Jesus Christus als Heiland anerkennen mögen. Das sind Dinge, die passten für uns nicht zueinander. Aber prinzipiell kann man sagen, war dies ein Papst, der der jüdischen Gemeinschaft zugewandt war und der viel, viel dafür getan hat, das Verhältnis zwischen Juden und Christen, zwischen Juden und Katholiken zu verbessern. So häufig, glaube ich, wie er, war seinerzeit kein Papst in der Synagoge in Rom und hat die jüdische Gemeinde in Rom besucht. Also insofern haben wir, ich sage mal, prinzipiell eine gute Erinnerung. Wir werden eben ein gutes Erinnerungsbild behalten, aber wir wissen auch um die Dinge, die für uns nicht so zufriedenstellend waren. Sie sagen Dinge, die nicht zufriedenstellend waren. Wenn wir, Herr Lehrer, mal auf den aktuellen Papst blicken, auf Papst Franziskus, wie würden Sie denn das Verhältnis zu ihm beschreiben? Hat er möglicherweise auch versucht anzuknüpfen, da wo Papst Benedikt vielleicht so ein bisschen hinter Ihren Erwartungen auch zurückgeblieben ist? Also Papst Franziskus ist auch ein, sage ich mal, für die jüdische Gemeinschaft guter Papst. Die Beziehungen zwischen dem Vatikan und der jüdischen Gemeinschaft weltweit sind wirklich sehr gut oder muss man als sehr gut bezeichnen. Und noch gerade vor kurzem ist eine größere Delegation des jüdischen Weltkongresses von Papst Franziskus empfangen worden. Die Dinge, die aus unserer Sicht Papst Benedikt nicht so glücklich gehandhabt hat, gibt es bisher bei Papst Franziskus nicht, sind noch nicht, sage ich mal, zutage getreten, sind noch nicht geschehen, noch nicht beschlossen worden. Insofern kann ich sagen, ich glaube, Papst Franziskus hat da angeknüpft, wo Papst Benedikt bei den guten Dingen aufgehört hat. Abraham Lehrer war das, der Vizepräsident des Zentralrates der Juden. Wir bedanken uns bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch, Herr Lehrer. Danke auch Ihnen, ein gutes neues Jahr. Das wünschen wir Ihnen ebenfalls.